Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Factory, Größe 4x2, aber oh Wunder, der Tobi ist nicht dabei, weil normalerweise spielen nur wir immer 4x2 Maps, oder halt wenn der Flori dabei ist. Ja, ich bin alleine, weil ich gerade am Vorproduzieren bin für die Zeit von jetzt bis zu den Ferien, damit ich da jeden Tag ein Video bringen kann. Dann werde ich mir irgendwann nochmal ein Datum raussuchen, wo ich dann vorproduziere für die ersten zwei Wochen der Ferien, weil ich da ja im Urlaub bin. Nebenbei werden da auch Vlogs kommen, aber ich will natürlich auch meine Gaming-Videos weiterhin da bringen. Und deswegen will ich jetzt vorproducen. Ja, damit ich das hinkriege. So, Factory von gormahd.net. Ich bin mal... Ne, die kenne ich ja. Ich wollte sagen, ich bin mal gespannt, aber die kenne ich ja. Die kenne ich ja schon, die ist auch neuer, aber die kenne ich schon. Die habe ich schon mal mit Tobi gespielt. Tatsächlich, so, direkt in Mitte bitte. Ach, ich bin im Team Grün, das ist aber nicht so schön. Ich hoffe mal, ich habe einen guten Mate. Kann ja sein, dass er auch aufnimmt. Bestimmt. Bestimmt wird er das tun. So, weiter geht's. Hoffentlich baut er sich hoch. Ich werde mich jetzt erstmal zum Eisen bauen, damit wir unser Bett provisorisch schon einbauen können. Mit zwei Kisten in front of it. Zack, zack, damit wir hier sicher stehen. Bum, bum. Da, nimm die und bau dich weiter. Ich hoffe, er hat sie. Ja, hat er. Nice. So. Und dann nehmen wir schon mal drei Kisten. Planten eine hier, eine da. Schnappen uns dann hier noch so ein bisschen Stuff. Kann man das hier durch? Und tatsächlich kann man das. Das heißt, hier werden wir auch noch Kisten hinstellen. Ja, jetzt haben wir nicht die Mitte, aber egal. Wenn wir erstmal unser Bett hier richtig einbauen, dann ist das auch ein Vorteil, den wir nutzen sollten. Ach komm, ich baue die Kiste nochmal ab, ey. Ich habe das richtig doof eingebaut, irgendwie. Irgendwie will ich das dann schon lieber sicher haben. Und nicht so, wie ich das hier gebaut habe. Das gefällt mir dann doch nicht so gut. Probieren wir es nochmal. Man nehme ein wenig Endstone. Umhülle damit die innere Schicht des Bettes. In etwa so, nur ein bisschen besser. Probieren wir es nochmal. Endstone. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Nun nehme man hier noch einen Endstone. Hier noch einen Endstone. Dann plante man hier eine Kiste, hier eine Kiste, hier eine Kiste. Dann hole man nochmal Kisten. Plante hier eine. Ja. Und jetzt haben wir hier erstmal so eine Kiste. Und die, ja, mit der weiß ich noch nicht genau, was wir machen sollen damit. Was wir machen sollen damit, Torben, du bist echt mittlerweile ein super Deutschsprecher geworden. Das könnte ich professionell machen. So. Wo hinten jetzt mit dieser Kiste? Einfach mal hier hin. Ich habe mir da schon was ausgedacht, dass ich... Hä? Ach, ich bin Team Gelb, lol. Warum dachte ich, denn wäre Team Grün? Hm, naja. Ach so, wegen den ganzen Blättern an dem Baum. Lur gestorben. Das macht dann natürlich Sinn. Grün hat Bogen. Yo, ich passe auf unser Bett auf. That's my thing I'm going to do. So, gut. Von da oben kommt man da auch nicht mehr rein. Das heißt, das ist schon mal ganz gut gesichert. Das haben wir doch schon mal gut gemacht. So schnell kommt da nämlich keiner rein. Also, so kann man den zumindest weghauen. Jetzt werde ich uns... Nice, das Bett von Team Grün wurde zerstört. Jetzt werde ich uns einfach eine Kiste voll mit Rückstoßstöcken machen. Das ist auf dieser Map vielleicht important. So. Noch ein paar Knüppelchen mehr hier. Einfach damit... Neum. Wir, falls wir denn... angegriffen werden und so schnell wie möglich verteidigen können. Ach komm, den setzen wir einfach noch hier drauf. Einfach, weil wir es können. Nicht wahr? Damit das da oben auch noch sicherer aussieht. So, damit dürfte der Bogen von Grün dann wohl zerstört worden sein. Ah, schade, 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 Boy. Ach so, nee, das ist eh der Blaue. Ja, das ist nicht schlimm, dass du den nicht getroffen hast. Der unterhält dann Rot wohl ein wenig. Ich bin jetzt erstmal bei Team Blau um die Ecke. Oh, der eine Blaue ist nicht da. Ja, ja. Und tschüss. Nice. Das war's von eurem kleinen Bettlein.
Alles klar, wie geht's weiter jetzt? Vielleicht kriegen wir ihn da sogar noch. Oh, das sieht gut aus. Tschüss. Okay, jetzt noch du. Nice, den haben wir auch. Nur noch Rot hat noch mit uns im Bett. Das sieht doch gut aus. That looks good. So, essen wir ganz geschmeidig hier etwas. Und was? Oh, er ist gestorben. Seriously? So, jetzt rushen. Doch nicht. Alles klar. Spitze. Och Mann. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen... Oh lol. Kurzer Ruckler am Rande hier. Wir müssen das Team Rot irgendwie jetzt klein kriegen. Also wenn wir die Runde noch verlieren, das wäre schwach. They will be very, very weak. Weak habe ich gesagt. Weak. Mal gucken. Erstmal werde ich mich jetzt equippen und einfach nur deffen. Weil ich denke nicht, dass unser anderer Dude das hinkriegt. Ohne jetzt ein wenig angeberisch zu klingen. Aber irgendwie ist er gerade einfach so in den Abgrund gelaufen und deswegen traue ich ihm nicht allzu viel zu. Oh, er hat mir einen Bogen hin. Alles klar, ich nehme alles zurück. Du bist ein sweeter Boy. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann der Spaß beginnen, Leute. Jetzt wird Rot gefickt. Okay. Fangen wir an. Let's begin with this sheet. Also nur noch Team Rot. Das sehe ich richtig, richtig. Das sehe ich richtig, richtig. Ich bin nämlich richtig, richtig spitze. Einmal kurz überprüfen. Haben die einen Bogen? Haben die einen Bogen? Schießt einer auf mich? Schießt einer auf mich? Nein, tut keiner. Dann werde ich jetzt schießen. Fickt euch. Ihr werdet bombardiert, ihr werdet bombardiert. Ich lasse euch nicht mehr zum Eisen. Ihr Spastis. Ich lasse euch nicht mehr zum Eisen. Nein, nein. Nein, nein. Alles klar, er geht doch zum Eisen. So haben wir nicht gewettet. Dann werde ich jetzt näher kommen. Ach, Hallöchen. Ach, Hallöchen, mein sweeter Boy. Du denkst doch nicht, dass du damit durchkommst, oder? Was? 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 War das? Was zur Hölle? Das glaube ich ja jetzt nicht, Alter. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ohne Spaß, das kann ja nicht wahr sein. Er hat mich einfach richtig... Ah Gott. Mann, ich habe so viele Leben dadurch verloren, dass ich da runtergesprungen bin, ey. Und dann hat er mich einfach totgekombot. Wir müssen jetzt aufpassen, mein sweeter Boy. Ich möchte hier gerne noch eine Fuhre haben, aber ich denke, die kann ich mir nicht holen. Ich denke, ich kann mir die nicht... Doch, er geht zum Eisen. Okay. Haben wir hier einen Weg hoch? Nee, noch nicht so jetzt. Komm schon, Spawner. Danke. So, jetzt werde ich mich zu einem anderen Team begeben und mir da das Eisen schnappen. Und dann, werde ich mich da equippen. Nebenbei gehe ich nicht das Risiko ein, dass ich von denen runtergeschossen werde. Oh, vielleicht gehe ich gleich auch nochmal zum anderen Team und hole mir einen Unsichtbarkeitstrank. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee wert. Habe ich noch nie mitgespielt. Vielleicht kann man damit arbeiten. Halt damit zum Bett rennen, wenn das Bett dann abgebaut ist. Wenn das Bett dann abgebaut ist, die Rüstung anziehen und sich halt nicht mehr unsichtbar machen und dann Beef geben. Wäre auch mal eine Idee wert. So, jetzt wird erstmal die Mitte weitergehalten. Was anderes macht keinen Sinn tatsächlich. So, Immortal Figures, Immortal Figures. Please don't fuck with me. Nicht so leicht, Alter. Erstmal was futtern. Das Frazy Daisy Maisy machen hier.
Und nochmal einen kleinen Warnschuss hier abgeben, den ich sogar getroffen habe direkt. Prima. Prima Duna Girl. Yeah. Prima Duna Life. Da 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 da. Und so weiter. Aua, der gibt mir echt. Was macht denn mein Bruder da? Der nimmt die ganze Wohnung auseinander, Alter. Oh Gott, ey, Junge. Junge, hol dir was hier. Nice. Gott sei Dank habe ich ihm nichts gegeben, ey. Das wäre Verlust gewesen. Ja, kommt ruhig. Dann nehme ich euch unter Beschuss. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das hier angehen sollen, weil jetzt haben die beide im Bogen. Das ist doof gelaufen, dass ich einmal diese Combo kassiert habe da. Und dann der andere Boy auch gestorben ist. Wir hätten die Mitte eigentlich zusammenhalten sollen, so wie wir es jetzt tun. Jetzt wird er sich wieder am Bogen holen, was gut ist. Hat der gerade geschossen? Okay, den Weg abbauen. Puh, that was so... Holy shit, that was so close. Oh, that was amazing. I think it was amazing. Ihr kommt hier nicht durch, Schafis. Da braucht ihr nichts versuchen. Und ihr braucht auch nicht noch 1000 schicken. Die werden hier nicht ankommen. Weil ich habe das gesehen und ich habe reagiert. Boom. Nun ist euer Weg noch weiter weg. Ist euer Fort, ist eure Sache, wenn ihr das gerne habt. Dann könnt ihr das natürlich durchziehen. Sonst halt nicht. Wir können halt nie wieder nach Hause. Es sei denn, wir kaufen uns beim anderen Team Warporter. Das heißt, wir können schon nach Hause. Ist alles prima. So. Wir müssen uns halt beim Mitte halten abwechseln immer. Dann hole ich mir jetzt gleich den besten Bogen. Ich habe nämlich schon 21 Gold. Vielleicht auch noch eine Enderperle gleich. Ich bin gerade am Überlegen, was denn so sinnvoll wäre. So, also wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, kamen die letzten Tage keine Videos, aber dafür gibt es ja ab jetzt wieder regelmäßig Videos, da ich jetzt erstmal mir die Zeit genommen habe, um dann ordentlich was vorzuproduzieren, damit ich mich dann auf meinen Urlaub konzentrieren kann und bald halt alles chilliger angehen lassen kann hier. Junge, kann doch nicht wahr sein, dass ich dich nicht treffe hier. Das kann doch nicht wahr sein, Torben, was machst du denn da gerade? Komm in die Mitte. Komm Mitte. Wozu braucht ihr denn so lange? Da ist er ja, on the way. Alles klar. So, du musst jetzt, das Einzige, was du jetzt wirklich machen musst, ist Team Rot in Schach halten. Ah, das kann ja nichts werden, ey. Kassiert direkt am Anfang direkt 2 Volltreffer, 3. Ach du Kacke. Spammt der eine dich da weg, ey. Junge. Alter, jetzt hat er es komplett zugebaut, dass man da nicht mehr drüber schießen kann. Klug, auf jeden Fall. Bitte hör auf damit. Oh. Hältst du die in Schach? Upp. Dann hole ich nämlich den besten Bogen hier. Alles klar, 3, 2, 1, go. Eine andere Chance habe ich nicht. Los geht's. Power Rain Gas. Weh, er lässt jetzt die Mitte außer Acht, ey. Dann klatscht es hier, aber kein Beifall, du. So. Das kommt hier hin. Dann kommt die gute alte Ender Pearl. Und eine Ender. Jetzt zeige ich euch einen guten kleinen Trick, den Papa Torben hier gelernt hat. Zack, zack, zack. Ah ne, das nicht. Das hier. So, ach, ich kann mir direkt noch eine Enderkiste kaufen, ne? Ne, das lasse ich jetzt mal lieber. Weil ich will ja meinen Trick anwenden. Und wir brauchen ja keine in der Mitte. So. Look at this sheet. Nun habe ich mal so quasi einen Rucksack, halt den die anderen nicht aufmachen können. Und wir haben die Sachen für den Notfall immer. Wir brauchen nur ein Gold immer. Ich weiß noch nicht, wie wir das kriegen sollen, wenn die mit haben. Aber sonst ist der Plan gut durchdacht, Torben. What the fuck. So. Hier holen wir uns erstmal 2 Warpower da.
Und dann können wir wieder die Mitte halten und jetzt auch langsam dann offensiv agieren, nachdem wir eine Viertelstunde seit Rundenbeginn vergangen ist. So, jetzt gibt's Beef. Ihr macht das nicht mehr lange, meine Freunde. Ihr macht das nicht mehr lange. Wir haben die Mitte und das ist der Hauptvorteil. So, hier kannst du den ganzen Stissel am Dissel reinpacken. Hopp. Mann, Alter, diese Durchspammerei, die nervt ein bisschen. Ich würde gerne mal... Wo muss ich mich denn gleich hinwerfen? Wo wäre das am praktischsten? Ich könnte mich oben auf den Ballon werfen. Das wäre so die optimalste Zielscheibe meiner Meinung nach. Da muss ich schon ziemlich hochwerfen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie gut ich das schaffen würde. Da müsste ich mal ein bisschen Glück haben, eventuell. Hinten auf die Base. Ich weiß halt nicht, ich sehe halt nichts von der Base, ist das Problem. Das heißt, ich kann auch nicht genau sagen, wo ich mich hinwerfen würde. Was auch nicht... Oh, 25 Gold. Holy shit, Alter. 25 Gold. Ich glaube, ich riskiere es, mich auf die Base zu werfen. Hopp. Zack. Einmal kurz hier hinter sneaken. Ich muss mich jetzt entscheiden, wohin? Wohin soll's gehen? Ich bin gerade echt überfordert. Okay, jetzt ist der eine wieder in der Base drin. Das heißt, da geht's jetzt gerade schon mal nicht hin. Da müssen wir uns noch einen Moment gedulden. Jetzt rennt er wieder da oben hin. Ich weiß halt nicht, wie schnell die zu Hause sind, ne? Das ist das Problem. Ich hätte die gerne beide einmal tot, sodass die kein Equip mehr haben. Das ist immer diese Anspannung. Dann weiß man nie, ob man es machen soll. Aber ich denke mir jetzt gleich, glaube ich, einfach mal Jollo. Achso, ich nehme jetzt ein Gold. Und porte mich, glaube ich, nach Hause und setze da eine andere Enderkiste. Ich denke, das wäre sinnvoll. Ich weiß nur nicht, wie ich dann hier wieder in die Mitte zurückkommen soll bei den Spammers. Hier. Oder ich wage es jetzt. Ich glaube, ich wage es jetzt. Einmal noch wieder reggen und dann kann der Spaß beginnen. So, da hat er ordentlich einen Rückstoß bekommen. Okay, jetzt baut er die Kacke zu. Alles klar. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Boy. Wo ist der andere? Ich sehe ihn gar nicht, leider. Da oben ist er. Einer tot. Das wäre so eine Erleichterung, ey. Ein Bogespam-Scheiß weniger. Oh Mann, da hätten wir ihn fast runterschießen können. Ich weiß nicht, ob ich mich oben auf den Ballon werfen soll oder in die Base. Schreibt es mir mal jetzt in die Kommentare, bitte. Danke. Oh Junge, geh mir hier nicht auf den Sack, bitte. Das ist eine schwierige Entscheidung, die ich hier gerade treffen muss. Ich weiß nicht genau, wo ich mich da hinwerfen soll. Aber ich mache das jetzt auf jeden Fall. Und ich versuche es einfach mal. Einfach mal Jollo-mäßig hier lang. Einmal noch, weil ich Angst hatte, dass der meine Enderperle gesehen hatte. Einmal, upsala, was war das denn? So war das nicht geplant. Einmal hier wieder abbauen. Und dann geht's jetzt gleich Jollo-mäßig in die Base. Jollo-mäßig. Einfach so darüber, würde ich sagen, straight. Straight darüber. In den Tod. Scheiße. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt denken sie, ist der beste Zeitpunkt zu rushen hier. That was pretty bad. Ich hoffe, der macht jetzt... Mann!
Oh, jetzt verhindern die, dass wir an die Enderkiste kommen, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt machen die uns, Alter. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das anders angehen soll. Okay, give me a second. I will try it in another way. Upsala, was war das? Hupsalilala. Ich werde mir jetzt hier eine Enderkiste holen. Ach ja, stimmt. Rennst du einfach mal am Villager vorbei. Werde mir dann jetzt hier diese Sachen raus. Snaggle die Babylon. Werde mir dann jetzt hier auch den besten Bogen holen. Einen Pfeil für den besten Bogen. Ein Iron Sword, einen Stärketrank, eine Enderperle, halt volles Equip jetzt nochmal hier. Alles oder nichts, ach und eine Rettungsplattform, wenn ich bitten darf hier. Special, zwei Rettungsplattformen. Eins, zwei, damit ich nicht drauf gehe. So, dann die beste Chestplate natürlich. Okay, jetzt wollen sie es wagen, anscheinend. Jetzt haben sie ihn tot. Aber dann werde ich hier kontern und die hoffentlich penetrieren, wenn man das so sagen kann. Ich denke, man kann das, wenn ich die da richtig fickle. Die Mikkel, einmal kurz nochmal checken, ob wir hier vielleicht ein bisschen viel Eisen rumliegen haben. Ah, jetzt spammt er mit dem Bogen auf mich. Das ist doof gelaufen. Ah, shit. Ich habe das Warpoiler nicht dabei. Sonst hätte ich mir zur Base zurückbauen können. So geht das natürlich nicht. Jetzt weiß er leider, dass ich den besten Bogen habe. Aber vielleicht kann ich das hier gleich auf eine andere Art und Weise lösen. Vielleicht, indem ich mich richtig hochbaue. Oder ihn einfach runterkicke. Das war gerade richtig knapp. Fast hätte ich ihn gerade bekommen. Irgendwann wird er sich verziehen. Das kann ich dir sagen. Hopp und back in the base. So, hier bin ich schon mal sicher. So, und jetzt überlege ich meine Flucht von dieser... Achso, ich kann ja Warpoiler benutzen, aber dann bin ich bei uns in der Base. Ich weiß nicht, ob es das so hart bringt. Wenn ich mich extrem hoch baue, auf Höhe des Ballons in der Mitte und mich dann zur Mitte baue. Ich denke, dann werden die in der Zeit unsere Base richtig ausnehmen. Und darauf habe ich eigentlich nicht so viel Bock. Das heißt... Ach, ich gebe dem Ganzen einen Versuch. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken. Ich meine, eine andere Möglichkeit habe ich nicht, außer mich nach Hause zu porten, was absolut keinen Sinn machen würde. Achso, aber Warporter kaufe ich mir vorher, das ist wichtig. Falls sie in der Zeit denken, dass sie uns ein wenig natzen müssten. Dann lege ich hier eine wunderschöne Trap hin, damit ich gewarnt werde. Und dann baue ich mich jetzt einfach mal straight hoch hier. Am besten hier so. Mal gucken, ob die mich treffen werden oder nicht. Oh, oh, hallo Spinnennetze. Wie geht's denn? So, wenn ich gleich sehe, dass das für unsere Base zu gefährlich sein sollte, werde ich mich natürlich direkt mit dem Warpowder auf dem Weg nach Hause machen. Bitte schreib, wenn sie kommen. Oh Mann, der wurde getötet. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Ich brauche 6 Sekunden. Die sind in 6 Sekunden locker da. Das heißt, ich muss das Ganze beobachten. Beobachten. Okay, ist es soweit? Ist es soweit? Ja, hier triffst du mich nicht mehr. Ich bin out of your range, bin ich. Oh, fuck, er hat das Spiel verlassen. Das war's. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist deren Bett kaputt machen, weil die werden jetzt meins locker easy kaputt machen. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wie möglich in die Mitte kommen. Eventuell noch ein bisschen höher gehen. So sollte ich aber wirklich außerhalb der Reichweite sein. Im Notfall muss ich an meine Rettungsplattform denken, das ist das Wichtigste.
Ich habe alles dabei, um erfolgreich hier durchzurennen. Die Frage ist, ob ich das trotzdem schaffe. Weil die sind halt zu zweit und ich immerhin alleine. Immerhin alleine. Nice, Storm. Manchmal ist alleine besser als in so einem richtigen Gammelteam. So, jetzt trinke ich meinen Stärketrank. Esse mein letztes Brot. Und traue mich mit der Enderperle, soweit es geht, da rein. Komm. Enderperle. Ich kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die Enderperle nicht angekommen ist. Warum? Warum? Das geht nicht. Die muss angekommen sein. Hä? Habe ich die drüber geworfen? Das ist doch lächerlich. Shit, jetzt habe ich den Stärketrank getrunken. Mann, jetzt habe ich mir gerade, glaube ich, meine einzige Chance versaut, hier noch gewinnen zu können. Mit der Scheiße wäre ich so schnell da gewesen. Die wären einfach so überrascht gewesen. So muss ich jetzt in die Spinnennetze der Spinnen. Getroffen, alles klar. Jetzt sneaky sneaky machen hier. Komm raus, da raus, da raus. Fuck, er hat mich gesehen. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, das ist lächerlich. Das ist lächerlich und doof gelaufen. Ich hätte Heilungstränke mitnehmen müssen, Alter. Shit. So halte ich nicht viel aus. Ich muss diesen Tom WS überraschen jetzt hier. In 3, 2, 1, go. Eine andere Chance habe ich nicht. Okay, nice. Komm her, du Motherfucker. Nice. Los, los, los. Ich hätte Spinnenweben gebrauchen können. Ah, oh, die Skypen, das sind die gleichen Leute. Das sind hier. Keine Ahnung, was das ist. Ob das Brüder oder so sind halt. Irgendwie sowas. Im Moment haben die ihr Bett gar nicht eingebaut. Ah, fuck. Okay, jetzt zurückziehen. Okay, so. Ich habe keine Spitzhacke. Wie billig. Wie billig war das denn? So, jetzt muss ich einfach hier wegspammen. Nicht wahr? Hi. Ey, komm bitte, Leute. Gebt mir eine Chance. Gebt mir diese eine Chance, die ich habe. Ich muss bei denen einkaufen gehen jetzt. Das ist meine einzige Möglichkeit. Oder ich starte einfach noch einen Angriffsversuch. Das mache ich. Ich habe die jetzt einmal komplett geklärt und jetzt starte ich einfach noch einen Angriffsversuch nochmal neu. Ich war echt gut dabei, aber habe leider die Hälfte vergessen bei den Vorbereitungen. Deswegen werde ich jetzt einen erneuten Angriffsversuch starten. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ganz geplant jetzt an die Sache rangehen. Zack, Enderperle. Nicht nochmal. Stärke. Keine Eisenspitzhacke kann ich mir nicht mehr kaufen, aber dafür hole ich mir halt die nächstbessere. Und zwar diese hier. Für Eisen. Oh, Alter, die geht 30 Minuten, diese Folge. Und ich wollte vorproduzieren. So habe ich doch gar keine Zeit zum Vorproduzieren. So bin ich die ganze Zeit mit einer Aufnahme beschäftigt, ey. Okay, nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Spinnennetze habe ich vergessen. Das, was wichtig ist. Weil sonst werden die mir richtig auf die Nerven gehen, wenn ich keine Spinnenweben dabei habe. Warpowder brauche ich eh nicht. Damit, auf meinem Bett habe ich die Hoffnung längst aufgegeben. Aber wenn die das sich holen wollen, dann soll sie es gerne tun. Dann habe ich noch mehr Freiheiten bei denen in der Base. So, die werden jetzt mittlerweile auch wieder mindestens einen Bogen haben. Aber ich komme ja von oben mit einer Enderperle, das heißt, es macht mir nichts viel. Nur meine Enderperle muss diesmal treffen, ey. Boah, Leute, mein Herz pocht so extrem, ey. Einfach dieses, dass man alleine ist, das macht das nicht schöner.
dass man dann gegen zwei spielen muss. Das macht das nicht schöner tatsächlich. Wie ihr bestimmt auch hättet erraten können. So, der erste macht mein Bett, alles klar. Jetzt muss ich mich ganz schnell beeilen. Achso, ich habe ja mein Bett zugebaut. Der wird da jetzt bestimmt ein paar Sekunden für brauchen. Es sei denn, der sprengt das weg, was genial wäre. Also der wird eine kurze Zeit dafür brauchen, nicht lange. Aber immerhin ein bisschen. So, ich bin jetzt direkt über den. Stärke gesuppelt. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Jetzt bin ich da. Komm her. Komm her, du Noob. So. Jetzt reden wir über deine Zukunft. Alles klar. Lass mich durch hier, lass mich durch, lass mich durch. Wo ist es? Da. Ja. Ja. So, jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Jetzt muss ich mich beeilen und die ganz schnell, ganz, ganz schnell ficken. Oh, fuck. Das wird gefährlich. Das wird so unglaublich gefährlich. Alter, der gibt solche Kombos. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp, war das knapp, war das knapp. That was so close, Alter. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, that was so close, ey. Okay, er ist voll equipped. Ich weiß nicht, ob er einen Bogen hat oder nicht. Wow, das war echt seit langem mal wieder hier der beste Gegner, ey. Es sieht so aus, als hätte er keinen Bogen, sonst hätte er sich gewehrt. Habe ich noch Stärke? Noch 1 Minute 26. Ich mache nichts Falsches, Torben. Gehe ganz sicher daran. Nice. GG. Oh, lol, Alter. Das war so spannend. 32 Minuten, Leute. Das war eine schnieke Folge. Wenn ihr Bock auf mehr habt, okay. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert. Also, ich würde sagen, für diese krasse Folge schaffen wir 100 Likes, oder Leute? 100 Likes ist die Challenge an euch für diese krasse Runde. Ich würde mich freuen, wenn wir 100 Likes erreichen. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Auch die nächste geile Folge Bad Wars nicht, die ja jetzt bald wieder täglich kommen werden. Dann würde ich sagen, haut da rein. Und ciao. Natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.